Hallo Handwerker, ich grüße euch. Ja, die Decke kennt ihr schon von dem Schnellvorlauf. War ein Versuch, das schnell zu machen. Viele von euch haben geschrieben, Dirk, nee, langsam ist besser. Wir wollen dich lieber quatschen hören. Na gut. Warum mache ich heute dieses Video? Ich will euch was vorstellen. Das ist ein Kreisschneider mit einer Glocke. Ein Glockenkreisschneider kann man dazu auch sagen. Der ist einstellbar. Von 40 bis 200 mm, also auch für sehr, sehr große Ausschnitte, Kreisausschnitte in Rigips, der funktioniert auch bei Holz und sowas. Das ist eine unwahrscheinlich gute Erfindung. Also ich will jetzt für dieses Ding mal Werbung machen. Das ist eine gute Erfindung, weil wenn ihr viele Kreisausschnitte machen müsst, dann wisst ihr, dass alles bei euch im Gesicht, auf den Haaren und so sich verbreitet. Und ihr seht aus, als wenn ihr gerade irgendwas genommen hättet. Und deswegen wollte ich euch das mal vorstellen. Ist auch nicht teuer. Ich werde den verlinken unter dem Video. Wird einfach auf einer Bohrmaschine oder auf einem Akkuschrauber montiert. Könnt ihr hier einstellen mit diesen zwei, Schneidern. Könnt ihr das einstellen. Nach rechts schieben, nach links schieben, genau auf einer Skala ist da drauf versehen. Die stimmt hundertprozentig, habe ich überprüft. Und es ist wirklich eine klasse Sache. Darf maximal mit circa 800-900 Umdrehungen betrieben werden. Das heißt, den Akkuschrauber auf klein stellen oder die Bohrmaschine. Und dann ganz einfach, ich mach's mal hier, damit ihr es auch gut seht. Ja, so. Platzieren, von unten könnt ihr gut durchgucken. Zack, fertig. Ihr seht, kein bisschen Staub an mir. Das bleibt alles in der Glocke drin. Da. Und so könnt ihr dann wirklich absolut super die Kreise schneiden, die ihr rausholen müsst. Das Ding lohnt sich natürlich nur, wenn ihr wirklich viele Ausschnitte habt. Für ein oder zwei lohnt es natürlich nicht, klar. Aber ist eine ganz klasse Sache. Man kann damit wirklich super arbeiten. Ist total easy. Also ich zeige euch das hier nochmal. Man kann von unten genau gucken, wo ist der Punkt. Super ausgeschnitten. Und den nächsten, den lege ich wieder weg. Jetzt sehe ich es nämlich nicht mehr, weil jetzt unten überall das Zeug drauf ist, beziehungsweise der Gipsstaub. Ein bisschen auf Seite schütteln. Auch fertig. Also einfacher geht wirklich nicht. Was haben wir denn noch? Hier haben wir noch einen. Also ich mache hier 5 Lampenöffnungen rein für LED. Und ihr merkt, wenn es auf einmal nachgibt, dass ihr durch seid, den seht ihr auch noch. Ja. Schüttel ich wieder ein bisschen auf Seite, damit ich es wieder sehen kann. Ja, wunderbar. Also ist absolut genial. Wie gesagt, ihr habt keine, ihr könnt mich mal angucken. Immer noch nirgendwo irgendetwas an Gipsstaub. Bleibt alles komplett in der Glocke drin. Und guck mal, was da zusammengekommen ist. Ja, und das ist wirklich für das Geld eine super Erleichterung, wenn ihr halt im Haus viele Löcher habt zu machen in eurem neuen Eigenheim. Dazu, das ist im Koffer, da sind noch sämtliche Sachen bei, wie Bohrer und. Wie gesagt, ich verlinke das Teil unten drunter unter dem Video. Ich denke, das können viele von euch gut gebrauchen. Und hoffe, ich konnte euch wieder helfen. Das gleiche Video habe ich auch, oder ungefähr so, habe ich auch auf meinem Instagram-Kanal gemacht. Die wussten das schon eine Woche.
dass es dieses Teil gibt. Und viele waren sehr überrascht davon und haben gesagt, Mensch Dirk, verlink doch mal. Mache ich jetzt hiermit in diesem Video, dass ich es verlinke. Wie gesagt, Daumen hoch, abonniert diesen Kanal und folgt mir auf Instagram. Ich danke euch, euer Dirk. Tschö.